Im 19. Wiener Gemeindebezirk trifft sich Christa mit ihren Freundinnen, um nicht über Gott und die Welt zu plaudern. Sie ist gerade von ihrer Afrika-Reise retour gekommen. Ihre Erfahrungen mit ihrem Liebhaber sind Thema Nummer 1. Darf ich mich da hinsetzen? Wir haben da schon einen Tee bestellt. Ja, danke schön. Wunderbar. Kräutertee hast du gerne? Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ja, das brauchst du schon, genau. Ja, ich habe was Kaltes, damit ich frisch bleibe. Okay. Und? Geht's so? Ja, ganz gut, danke. Es gibt immer was zu bequatschen. Ja. Vor allem mit meiner neuesten. Jetzt habe ich einen Freund, der ist 45 Jahre jünger. 45 Jahre jünger? Ja. Das heißt, er ist gerade 28. Und es ist so super, wie ich noch nie in meinem Leben das erlebt habe. Also, ich genieße das jetzt einfach, ja. Also, wir sehen, er ist in Afrika zu Hause. Also, ich zeige euch jetzt mal. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Moment, das habe ich geschrieben. Also, das Buch habe ich geschrieben, nachdem ich ein Jahr mit meinen zwei Kindern und einem Lebensgefährten in Afrika, durch Afrika gereist bin, ein ganzes Jahr. Und ich habe so tolle Erlebnisse gehabt, dass ich absolut ab dann nur angefangen habe, auf afrikanische Männer zu schielen. Ja. Und jetzt, da gibt es zwei Fotos drinnen. Ist das jetzt der? Das ist momentan der Mann der Herzen. Der Mann, der mir sehr nahe steht. Und er ist wirklich sehr jung, aber er ist ein wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt und ich freue mich total, dass ich das überhaupt noch erleben kann. Ein 28-jähriger Jüngling, das gibt natürlich reichlich Gesprächsstoff. Ihre Offenheit wird aber auch oft kritisiert. Ich schätze das oft am Neid der anderen. Und die können sich nicht vorstellen, dass das noch gibt. Viele, ja. Ja, die können sich das nicht. Es war immer ein Tabuthema und es ist erst jetzt schon langsam, dass das wieder irgendwie doch auf den Tisch kommt. Und vor allem die Frauen, Männer, das werden ja immer gelobt. Eine tolle, der tolle Typ, der oder 20, 30 Jahre jüngere. Aber eine Frau. Wenn man jung ist, ja, entweder man nimmt die Pille, die dann wieder Schwierigkeiten bereitet im Körper. Man kann ja verschiedene Krankheiten kriegen. Manche vertragen sie gar nicht, so wie ich zum Beispiel. Was macht man dann? Es ist immer kompliziert, der Sex. Und der Sex jetzt ist absolut unkompliziert. Der ist so frei. Der ist so frei und so lustvoll, dass man das in jungen Jahren gar nicht so... Also, schon, man kann es natürlich genauso erleben, aber es hat Nebenwirkungen. Es ist wirklich eine Message von mir, die ich immer wieder anbringen will, es steht jedem zu, in jedem Alter. Wenn das jemand für sich okay findet und angenehm und gut findet, dann ist es auch okay. Und es muss ja niemand Sex haben. Es muss niemand mit 30 genau. Und es muss auch niemand mit 50. Genau. Und wenn er aber mit 70 und noch älter will und es für sich gut findet, dann ist das okay. Und dann lasst er bitte von niemandem was reinreden und nichts ausreden und nichts einreden. Und dazu stehe ich, und das kann ich nicht oft genug eigentlich weiter sagen, es steht allen Menschen zu, aber die Männer sind da irgendwie anders eingeordnet. Mir ist wichtig, dass die Frauen endlich sagen, ich will nicht und wie alt ich bin, geht keinen was an. Der 71-jährige Wiener Werner hat mit Vorurteilen kein Problem. Sexuell ist er im hohen Alter noch sehr aktiv, am liebsten mit Frauen, die jünger sind als er. Er möchte mit ihnen im Camper durch Europa reisen und bastelt schon fleißig an diesem herum. Um eine Sexpartnerin zu finden, nutzt er das Internet. Hier hofft er auf Kontakt mit ukrainischen Frauen. Ja, da schaue ich jetzt, was ich Post gekriegt habe von den ukrainischen Frauen. Ja, was ist ein Wahnsinn. Was erwartet? Na, die Frau da. Die gefällt Ihnen? Na, nicht nur die. So, ich warte auf das Glück. Okay. Hallo Werner, danke für deinen kurzen Brief. Was die Astrologie anbelangt, hat es mich gefragt, ob ich an Astrologie glaube. Nein, natürlich nicht.
Nein, gut, das sind ja ältere Jahre, die ist zum Beispiel 45. Also die ganz Jungen, das ist ja, das, da reflektiere ich auch nicht drauf, das ist ja wieder nichts. Das ist ja, ich lebe vielleicht noch 10 Jahre und was macht die arme Frau dann? Ah, jeden Tag kriege ich auch zwei Briefe. Ja. Ich kann nicht so viel zurückschreiben, weil das kostet alles einen Haufen Geld. Das kostet auch Brief umgehen, lesen und sehen kostet ungefähr 7,50 Euro, 13 Euro. Rund. Ist der, ja. Warum kostet es mit dieser? Nein, das ist ja klar, die müssen das übersetzen. Die haben dort Übersetzer sitzen in Deutschland, die sind in Deutschland ansässig. Und das kostet ja auch Geld. Ne? Dann die Webseiten kosten ja auch Geld. Das ist ja klar, dass das. Das ist aber keine Bindung. Also, wenn ich kein Geld nicht habe, kann ich nicht schreiben. Und dann schreibe ich auch nicht. Ne? Werner hat zwar geplant, alsbald in die Ukraine zu seinen Damen zu fahren, das dauert aber noch ein wenig. Ihm bleibt der reine Flirt im Kaffeehaus. Darum macht sich Werner frisch für die Pirsch. So, ein bisschen Aftershave. So. Den Frauen gefällt es, wenn man nicht riecht wie heute ist. Der Luxuskörper tut. Ja, der war mal gestellt, ich war Boxer. Ja. Schon einen Körper gehabt, einen ausgebildeten. Wie Cornetto. Täglich zieht es ihn 200 Meter von seiner Wohnung in Richtung Beisel. Ziel: eine Partnerin für Sex. In Papa Fredis Beisel ist Werner bekannt als Casanova. Ja. Einen weißen Spritzer, bitte. Okay. Vor allem eilt ihm sein Ruf als Frauenheld auch noch im hohen Alter voraus. Er ist der Mann für die hübschen Damen. Ja, das war er nämlich immer schon. Der hat die Gabe gehabt, die hübschesten Mädchen im Bezirk. Ich will jetzt nicht vom O schleppen, aber eine gewisse Avancen hast du ja, schon gemacht. Und ja. Nein, es ist da auch entgegengekommen. Ina und Egon sind seit über 25 Jahren zusammen. Sie lieben sich auch heute noch wie damals. Sex und vor allem Zärtlichkeit ist in ihrer Beziehung enorm wichtig. Sie pflegen ihre gemeinsame Zeit wie ein Heiligtum. Und da sind die Weiber. Ja, die Unscheinbaren sind die Frauen. Ja, so und wie die du. So Wunderschönen wie du. Sind die Männer. So wie du. Du hast schon recht. Natürlich sind ja attraktiv, ne? Weil die Frauen müssen angelockt werden durch die Attraktivität. Ne? Ja, aber bei uns ist es anders, gell? Oder? Weiß ich nicht. Ich finde dich sehr attraktiv. Na wunderbar, das freut mich. Oh ja. Und ich dich erst. Oh. Die prickelnde Zweisamkeit haben sich die beiden über 70-Jährigen hart erarbeiten müssen. Aber es war eigentlich seine zweite Ehe. Ich bin ja schon seine dritte. Ja. Weil er war ja mit Gott verheiratet. Nein, ich war im Kloster. Ich war bis zu 27 Jahren war ich im Kloster der Serviten. Und davon war ich 6 oder 7 Jahre in Italien. Warum sind Sie dann aus dem Kloster gegangen? Ja, die Ursache war ganz einfach, das Zölibat. Ich habe schon einige Erfahrungen gemacht vorher, bevor ich in den Ordensstand eingetreten bin und nachher auch. Und deswegen bin ich dann fortgegangen. Weil Ihnen Sex sehr wichtig war? Oder weil man auf das nicht verzichten wollte? Oder was? Ja, ich meine, ich habe nicht wirklich gelernt, den Sex, aber die Anziehung von den Frauen, das war so beeindruckend. Und ich habe mich streng daran gehalten, nicht Sex zu haben. Das hatte ich nicht, aber ich war immer angezogen von den Frauen. Ich habe nur wirklich die Anziehungskraft von den Frauen gespürt und nicht so sehr gekannt, wie man das ausnutzt, wie man Sex haben kann. Ja, ja, ja. Ich habe schon gekonnt, ja, oder? Vielleicht nicht so oft. Ja, passt schon.
Es war für ihn schon am Anfang sehr schwierig mit mir, nicht? Also, was willst du, was brauchst du, was empfindest du? Und der Jesus, was soll ich jetzt sagen? Ein neues Lernen nach meiner ersten Ehe. Was soll ich jetzt sagen, damit die endlich eine Ruhe gibt? Nicht? So, in diese Richtung war schon sehr schwierig. Den Sex musste ich ganz frisch neu lernen. Love me tender. In ihrem Zusammenleben sind Rituale sehr wichtig. Eines davon ist das gemeinsame Abendessen und dass Egon den Tisch abserviert. Ina erinnert sich noch an ihre ersten Beziehungsjahre. Seine Devotheit, die hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe das gar nicht bei mir gekannt. Ich war eigentlich immer eine Liebliche. Ja? Und plötzlich provoziert mich da ein Mann und ich werde aggressiv. War ganz eine neue Geschichte für mich. Ich bin fast erschrocken. Ja? Jedes Mal war ich, was soll ich denn machen, damit du zufrieden bist? Ich hätte ihm anwatschen können. Ja? Ich habe gesagt, du gehst jetzt und wenn du wieder ein jugendlicher Liebhaber bist, dann kannst du wieder kommen. Ich habe das so formuliert, dass er, wann er wirklich will, wieder kommen kann. Ja? Aber ich war, war ich frustriert. Ja? Ich bin echt rausgeschmissen. Ja? Da hat er mich nur noch besucht, also hat er noch nicht da gelebt. Ja? Dann habe ich gesagt, das halte ich nicht aus, das ist unmöglich. Ja? Was hast du gemacht? Er ist gegangen. Ich bin gegangen, ja. Und nach einer Woche ist er wieder mal aufgetaucht. Ich wollte wieder frisch sein. Vorher ist nicht gegangen. Ja. Aber ich wollte unbedingt gegangen. Im steirischen Spielberg findet eine Singlereise für alleinstehende Pensionisten statt. Auf den Reisen kann man sich näher kommen, denn Eveline Schimpel, die Veranstalterin, weiß, dass im Alter Sex und Zärtlichkeit eine große Bedeutung haben. Grundsätzlich ist jeder Mensch auf Berührungen angewiesen. Wir kommen auf die Welt und werden permanent berührt. Da haben wir unsere Eltern neben uns, dann haben wir einen Partner und irgendwann verlierst man vielleicht den Partner. Und wir brauchen die Berührungen, damit wir überhaupt überleben können. Die Teilnehmer der Singlereise sind eingetroffen und Eveline beginnt mit der Vorstellungsrunde. So, ich möchte euch mal alle recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr alle da seid. Viele der Gäste kommen mehrmals, wie Johanna. Sie hat ihren Traumpartner noch nicht ganz gefunden. Sie sucht Mann für Sex und Wohnmobil. Eine schwierige Kombination anscheinend. Aber wenn sie was gehört haben vom Wohnmobil, weißt du, dann hat keiner wollen. Und die haben mir gedacht, dass ich nicht immer ich fahren muss, weil mein letzter Mann hat auch keinen Führerschein gehabt. Jetzt bin ich immer ich gefahren. Gell? Aber das war nicht möglich. Gell? Und keiner will ein Wohnmobil. Und ich bin ein Zigeunerkind. Und ich war mit, ich hab sechs Wohnmobil. Wir haben nur für die Wohnmobil gearbeitet. Das ist ein super Vorzeigebeispiel. Die ist gekommen eigentlich vor eineinhalb Jahren zu mir. Hat sie gesagt, bist du die Evelyn? Und sag ich, ja. Sag sie hätte gerne einen Mann. Und wenn geht, bitte mit Sex. Und auf der anderen Seite bin ich ihr so dankbar, weil sie hat mir von vornherein gesagt, was sie möchte. Und wenn ich das weiß, dann tue ich mir natürlich viel leichter, weil ich ja auch die Geschichten der Männer kenne. Du hast da gesagt, im Bett ist auch schwierig. Ja, da ist es sehr schwierig. Ja. Was ist da schwierig? Ja, weißt du, es ist ganz normal. Der eine Mann, der kann noch bis 50, der andere kann noch bis 90. Gell? Und wenn einer aber mal näher mehr kann, dann ist das ein ganz großes Problem. Weil dann ist die ganze Nacht keine Ruhe, weil der glaubt, ich bin eine Zauberin und kann dann wieder auf die Höhe zaubern. Aber das ist nicht möglich, gell? Mein Name ist Adi. Ich komme aus Oststeiermark, aus Gleisdorf. Und ich hoffe, dass ich über die Evelyn, die ich seit einem Jahr kenne, genau das Gegenstück zu mir finde. Wir können schon zum Mitschaufern. Habt ihr schon gefunden, oder was? Ja. Sie müssen wir noch fragen. Bei mir aus gilt's. Der erste Eindruck zählt. Und bei der Vorstellrunde hat die Beschnupperung untereinander begonnen. Noch ist alles offen. Doch die ersten Sympathien sind bereits erkennbar. So. Ich spüre das ja. Also,
Man hat jetzt, also das hab's mit der Kamera gar nicht so aufnehmen können. Zwei haben sich gesehen und ja, dann schauen wir mal, was sich so tut. Ja, bei uns läuft schon bestens. Ja. Wir verstehen uns schon gut. Demnächst gehen wir schon tanzen, wir zwei. Weißt du, wir haben die gleiche. Ja. Wir sind auf Augenhöhe. Bitte schön. Die gleiche Größe. Von heute her passen wir auch gut zusammen. Okay. In einem Wiener Beisel flirtet der 71-jährige Werner mit allem, was dort so hereinplatzt. Heute ist die Auswahl gering. Er trifft zwei Gäste, die ebenfalls sexuell noch sehr aktiv sind, behaupten sie zumindest. Das kommt immer darauf an, wie man das sieht, welche Art von Sex. Ich meine, bei ihm ist es ja was anderes. Er genießt es ja. Bei mir ist es so eine Flick-Flugzeug-Geschichte. Entweder hat man heute oder hat man heute nicht. Gibt es morgen nichts, ist auch wurscht. Aber es ist ganz wunderbar, wenn man dann einmal dran kann. Und wenn man das genießen kann, dann ist es wunderbar. Aber er ist ein reiner Genießer. Ganz was anderes. Wie willst du das wissen? Also, was du mir erzählt hast, 100.000 Sachen mit deinen Schriftstücken Richtung Tschechei und so weiter, weiß ich, dass du sehr bemüht bist, das ergänzende Stück zu dir zu finden. Ich habe vor 4 Wochen zufällig eine über das Internet kennengelernt. Wir haben sie gesehen und es hat passt. Seitdem bin ich mit dir zusammen. Ja. Nach einer Woche hat es mir einen Wohnungsschlüssel gegeben und. Aber für dich ist es wahrscheinlich nicht so eine Schnarchsel-Geschichte, sondern das ist ein Herz und so dabei, oder? Das geht immer Herz dazu, sonst kann ich nicht. Das geht gar nicht. Über das Internet haben sie dich kennengelernt? Ja. Wie, Facebook oder was? Nein, über Internetseiten und noch 2 Tage später, die hat mir gefallen, ich habe ja ein Smiley geschickt, habe ich geschrieben und die hat mir zurückgeschrieben und wir haben sie dann getroffen und das hat der von ersten Augenblick aufpassen. Wo ist es jetzt? Wenn der Bim steht, ist der Tier im Arsch. Heißt auf Deutsch, wenn der Depper der Schwanz steht, ist es hier in Arsch. Ich will's gar nicht wissen. Nicht so genau. Ich meine, egal in welcher Form jetzt der Sex betrieben wird, aber das hat ja Sinn. Das hält jung. Das braucht das Leben ganz einfach. Weil ohne den, ich glaube, da wird ja jeder verdrießen. Man kann ja nicht nur beim Fenster sitzen, aber schon die Leute beobachten, wenn man mal 70 ist. Nur Leute, die sind 75 groß, gehen ins Fängerclub. Ja, warum nicht? Recht haben sie. Ja, gar nicht. Seien wir bitte nicht böse, das Leben ist ja mit 60, 70 noch nicht aus. Ich kann auch da, Entschuldigung. Also, die Zärtlichkeit ist das Schönste, was es gibt. Und das Letzte, was der Mensch verliert, ist das Fühlen. Also, und ich finde, je jeder, was ich geboren bin, dass die Zärtlichkeit auch immer intensiver wird. Und das kann es nicht so wie die zwei Programme mit einer geholfenen Liebe. Im Beisel ist man sich einig. Die Wirtshauspsychologen machen Sigmund Freud Konkurrenz und lassen tief in die Seele der Männer blicken. Aber früher war die Mama da, dass sie zum Mittag gesessen am Tisch waren, dass das gemacht worden ist. Aber da hat sich der Mann nicht sagen können, was Beste wissen wir jetzt nicht da zwischen der Waschmaschine und zwischen einem Herd am Blasen. Zum Beispiel. Gering. Ja. Das hast du zur Mama nicht sagen können, nicht also zur Freundin oder Frau. Du bist ins Buch gegangen, ganz einfach, du hast eben dieses gehabt, was dir selber daheim peinlich war, unangenehm. Etwas zu hoch gestellt. Das so ist es. Warum eigentlich? Warum hat es nicht daheim sagen können? Weil man sich geniert hat, weil man so erzogen wurde. Du. Das ist die Frage. Was heißt, das ist die Frage? Du wirst erzogen, dass bitte danke. So hat er mich nicht gefragt. Ne? Vielleicht hätte es genauso haben wollen. Und haben es nebeneinander also geblieben, die ganzen Jahre. Und nie miteinander geredet, weil das gehört sich nicht und das ist peinlich und das darf nicht sein. Also meine Frau, wie ich die kennengelernt habe, die hat nicht einmal gewusst, wie man Kinder macht. Na ja, und stell dir vor, zu der heißt so, ich möchte den Arsch pudern. Na, hallo, was ist denn? Das ist was Normales. Na, entschuldige, ist ja irgendwie, jetzt machen wir keine Kreschen. Bei mir ist ein Sule im Arsch daheim und ich bin dem Arsch der Absis.
Die Meinung der Wirtshauspsychologen kann die Sexualtherapeutin Dr. Claudia Will untermauern. Das Sexleben leidet vor allem daran, dass ihre Klienten nicht miteinander sprechen können. Über Sex reden ist wirklich eine Kunst, weil sich da natürlich, das ist das Intimste überhaupt, und man kann sich sehr leicht angegriffen fühlen, gekränkt fühlen. Ja? Daher die Kunst ist es, nicht zu sagen, was mir nicht passt, sondern einmal zu betonen, was mir alles passt. Zu sagen, wenn du meine Brüste so streichelst, dann finde ich das ganz besonders schön. Und du weißt, ich mag das nicht so, wenn man da hineinbeißt. Und ich finde das so schön, dass du darauf Rücksicht nimmst. Also ich betone, was gut ist. Das ist mal ganz wichtig. Und das, was ich mir noch wünsche und wir noch nie gemacht haben, könnte ich so formulieren wie, wenn ich mir vorstelle, dass du einmal so ganz zärtlich über meinen Po streichelst, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Bernhard und Magdalena sind ein Vorzeigepärchen, was das betrifft. Sie gehen mit ihrer Sexualität sehr offen um und haben dazu auch ein Buch geschrieben. Oh, über Sex und Liebe, ja. Da spricht man nicht. Und vor allem in unserem Alter. Ja. Das ist doch unanständig, oder? Also da kann man nur lachen. Ja. Es wäre uns eigentlich nie eingefallen, ein Buch zu schreiben. Aber wir wollten das eigentlich den älteren Menschen, Leuten, Paaren mitgeben, dass Liebe und Sex im Alter was Wunderschönes ist. Und dass es möglich ist. Und dass es möglich ist. Vor allem Magdalena war der Anstoß für das Buch. Sie hat ihren Bernhard vor ein paar Jahren dazu gebracht, neue Wege in ihrer Sexualität zu gehen. Ich habe etwas gesehen vom Swinger Club. Und da war eine Razzia, aber da war man nicht hier in Österreich, sondern war im Ausland. Und das habe ich meinem Mann erzählt und da sind wir dann natürlich neugierig geworden. Naja, und da haben wir uns das halt mal angeguckt. Und so kam das Ganze. Aber es hätte können auch eine andere Fernsehsendung vielleicht sein. Das muss ja nicht das gewesen sein. Das war halt ein Zufall. Ne? Ja. Aufgrund dessen sind Sie dann in den Swingerclub gegangen, oder? Ja, haben uns das einmal angeschaut, auch wie das ist und so. Ja, aber wobei es ja komisch ist, dass dort eigentlich eine sehr seriöse Atmosphäre herrscht. Das haben wir nicht vermutet und auch nicht angenommen, ja. Wir haben natürlich Sorge gehabt, dass wir da altersmäßig hervorstechen. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Es sind vereinzelt auch ältere Menschen dort, die vielleicht noch älter sind wie wir. Ja. Die große Resonanz auf ihr Buch Liebesleben hat sie selbst verwundert. Das Thema scheint die Leute zu bewegen. In ihrem Buch haben sie die Erfahrungen im Swingerclub festgehalten. Da sitzen Leute an einem Tisch, vier, und dann unterhalten sie sich, weiß ich, ein, zwei Stunden angeregt und man, ja, was über man alles so mithört. Mögliche, so wie wir sprechen jetzt. Ja, über Urlaub und so weiter. Dann stehen sie plötzlich auf, von der Rantel gestochen, ziehen sich zurück und haben Sex. Ja? Und dann danach setzen sie sich wieder am Tisch und sprechen wieder weiter, als ob nichts gewesen wäre. Aber uns hat teilweise nicht gefallen, diese Banalität dann, die der Sex bekommt. Ja, da war eine Frau, die saß auf einem Mann und hat ein Buch gelesen währenddessen. Genau. Ah, ja. Also, das werde ich nie vergessen. Das ist so teilnahmslos, ja. Also ich weiß nicht, selbst wenn man sagt, Sex und Liebe können getrennt sein, ja, ich glaube nicht, dass das richtiger Sex ist. In einem solchen Zustand, wenn ich ein Buch lese, muss ich mich irgendwie auf das Buch konzentrieren und auf den Inhalt, sonst hat es ja keinen Sinn. Wie soll ich da gleichzeitig Sex haben? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie man sieht, es gibt die verschiedensten Ansichten und die verschiedensten Handlungen zu diesem Thema. Auf der Single-Reise in Spielberg wird geflirtet und ausgiebig gegessen. Johanna ist schon lange auf der Suche nach einem Partner für Sex. Sie hat auch schon Anzeigen in der Zeitung geschaltet. Ihre eher zweifelhaften Erfahrungen mit den Männern teilt sie mit den Damen. Also, die haben halt dann mich gefragt, ob sie dürfen zu mir kommen. Ja. Und dann hat er mich wieder angerufen und hat mich gefragt, ob ich schon rasiert bin. Habe ich gesagt, nein, ich rasiere mich nicht, habe ich gesagt. Und nachher hat er gesagt, weißt du was, ich mache das einfach, gehst in die Apotheke, holst das so, schmierst die ein, dann fallen die Haare aus. Gell? Ja, er ist Masseur. Ja, und er wird mich ganz glücklich machen. Gell? Aber wahrscheinlich war ich ja verheiratet oder was. Und weißt du, wer die Schlechtesten sind? Die
Kärntner. Was sagt, dass wir Kärntner angerufen haben? Das war so abartig. Das sind Sachen gewesen, eine Katastrophe. Ja, sehr viele Junge haben mich angerufen. Junge. Und dann habe ich gesagt, da, ich bin so alt, habe ich gesagt, und du bist jung. Ja, sie wollen nur eine ältere Frau haben, weil da brauchen sie nicht mehr aufpassen. Aber sehr viele gibt es. Ja, da habe ich viel. Ich habe gar nicht gewusst, das erste Mal Telefonsitz. Bin ich gar nicht mitgekommen. Ich bin was der will und dreht und dreht und der schnauft um und um. Und dann merkt er so, habe ich gewusst, weißt du, was der da hat. Wie er mit mir geredet hat. Gell? Ja, habe ich gesagt, jetzt hast du wieder auf meine Kosten einen Obergrinsen Schamte. Na, weißt du, was der gesagt hat? Hat er gesagt, wo wohnst du denn? Genau, ich komme dich besuchen. Ich sag's euch, ihr könnt euch nicht vorstellen. Nach diesen Anekdoten haben sich die Ü60-Singles eine kurze Pause verdient. Ein Kurs in Line Dance steht am Programm. So kommt man sich schnell näher. Also der Tanzen ist die schönste Form der Bewegung und man berührt sich und also das sind die ersten Kontakte, wo man sich einfach wohlfühlt oder was sagst, man hat ja lange keine Berührung gehabt und man schwingt und man hat die Musik dazu, es wird alles sehr locker, man hat einfach Spaß daran. Links überkreuzen, Seit und Klatsch. Wir gehen rechts überkreuzen, Seit und Klatsch. Links. Nein, ich habe mein Leben noch nie getanzt, ich kann nicht tanzen. Rechts überkreuzen, Seite und Klatsch. Links überkreuzen, Seite und Klatsch. Rechts überkreuzen, Seite und Klatsch. Links überkreuzen. Mein Tanz ist steirisch oder Discofox. Wenn Sie dann machen, einfach so anders hingehen. Ich habe mein ganzes Leben noch nie getanzt. Ja, nie. Ja, da mal. Spitze, Ferse, Wechsel. Und nach einiger Übung sind die meisten Patzer ausgemerzt. Fast. Einhängen. Eins, zwei, drei. Und nach vorgehen. Und nach vorgehen. Und alle, die Damen in Grün gehört ihr.